Moin und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 30. Spieltag. Endstand zwischen Hannover 96 und dem 1. FC Nürnberg 3:0. Bei mir begrüße ich wie gewohnt die beiden Cheftrainer und das erste Wort gebührt natürlich dem Gast Häking, bitte. Ja, Glückwunsch an Herrn Stefan und Hannover. War natürlich irgendwo ein Abend, den wir uns ein bisschen anders vorgestellt haben. Ich fand, dass wir in der ersten Halbzeit ein gutes Auswärtsspiel gemacht haben, waren an gute Räume gefunden, haben eine gute Spielanlage gehabt, haben häufig bis uns ins letzte Drittel reinspielen können. Aber leider, wie so oft in dieser Saison schon gesehen, sind wir dann im letzten Drittel zu handzahm. Schaffen es nicht, dem Gegner weh zu tun, bei aller Überlegenheit, die wir dann da hatten. Ron Robert musste, glaube ich, nicht einen Ball halten, der aufs Tor gekommen wäre. Und das ist etwas, was heute sicherlich ein Punkt war, wo ausschlaggebend war, dass wir nicht die Durchschlagskraft Richtung Tor entwickelt haben. Wobei sicherlich die Möglichkeiten da gewesen wären, mehr Kapital aus dem Spielerischen, was wir angeboten haben, zu machen. Dann kommt es meistens, wie es nicht kommen sollte, dass wir dann beim Standard das 0-1 kriegen, kurz vor der Halbzeit. Kommen aus der Halbzeit raus, fällt das 0-2. Dann hat man schon gemerkt, dass es ein Wirkungstreffer war. Waren wir nicht mehr so gut, haben dann zwar noch mal versucht, den Faden aufzunehmen, aber haben dann auch Hannover Räume geboten, die sie dann auch gefunden haben. Waren sehr lebendig dann vorne, sodass wir dann auch immer wieder Gefahr gelaufen sind, auch noch ein weiteres Tor zu kriegen, was dann ja auch noch gefallen ist. Und deshalb ist das eine verdiente Niederlage, die vielleicht um ein, zwei Tore zu hoch ist, aber wenn wir es nicht schaffen, aus einer optischen Überlegenheit einfach auch mehr Zählbares zu machen, dann wird es auswärts immer zäh bleiben. Und das ist halt so. Damit haben wir den Druck weiterhin, dass wenn wir auswärts nicht punkten, dass wir zu Hause punkten müssen. Und das hätte ich uns gerne erspart. Aber es scheint für die Saison ein bisschen simpel zu sein, dass wir da aus diesem Kreislauf nicht rauskommen. Und müssen wir uns wieder schütteln und dann am Dienstag wieder den Faden aufnehmen, um dann gegen Kaiserslautern wieder zu Hause zu punkten. Heute, denke ich, war nach dem 2-0 schwierig zurückzukommen, weil Hannover dann auch gut im Spiel war, es dann auch gut gemacht haben, auch uns gut wegverteidigt haben. Und von daher können wir da uns auch nicht beschweren, wenn wir heute hier als Verlierer vom Platz gehen. Herr Häking, vielen Dank fürs Erste. Stefan, wie lautet dein Fazit zum Spiel? Ja, hallo zusammen. Danke dir für die Glückwünsche. Ja, es war schon das Spiel, das wir erwartet haben, dass der Club einfach von der Spielanlage her uns deutlich mehr vor Aufgaben stellt, als es vergangene Woche in Bielefeld war. Ich gebe Dieter recht, dass die optische Überlegenheit klar beim Club war, auch von der Spielanlage her. Trotzdem hatten wir in den ersten 10 Minuten zwei Riesenchancen durch Maxi Bayer, wo wir schon in Führung gehen müssen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie wir verteidigt haben. Wir haben es immer geschafft, ja, 8,5 Spieler hinter dem Ball zu bekommen. So auch wenig Räume dem Gegner gegeben, wenig freie Füße zu Abschlüssen zu kommen. Das war richtig gut. Haben dann schon durch Louis Schaub noch einen Pfostenschuss. Also ich glaube schon, dass von der Qualität der Chancen her wir schon dann auch es verdient haben, in Führung zu gehen durch Julian Börner, was natürlich zum optimalen Zeitpunkt fällt, nach einer Standardsituation. Kommen dann raus aus der Halbzeit und dann Derek mit seiner individuellen Qualität. Ist jetzt nicht das erste Tor, das er aus dieser Position erzielt. Unfassbare Schusstechnik, super Tor für uns und spielt uns natürlich dann in die Karten. Und sehr diszipliniert verteidigt. Großes Kompliment. Es ist wichtig, dass wir zu Null spielen, weil wir schon in der Lage sind, auch immer ein Tor zu erzielen. Und das haben die Jungs heute gemacht. Und von daher haben wir dann noch aus dem Gegenpressing-Moment mit Umschaltaktion das dritte Tor gemacht. Und ich finde schon, dass es auch in der Höhe verdient war, der Sieg. Stefan, auch dir vielen Dank fürs Erste. Dann ist jetzt wie gewohnt Zeit für Ihre und eure Fragen. Ein Handzeichen gerne. Und der Kollege Dirk eilt mit der Mikrofonstange herbei. Wer mag den Anfang machen? Jonas Schemkos, HZNB. Frage natürlich an Stefan. Stefan, herzlichen Glückwunsch erstmal zum Sieg.
die Siegerrunde deiner Mannschaft ist heute ein bisschen üppiger ausgefallen, ein bisschen länger einmal durchs ganze Stadion und dann auch an der Nordkurve lange Halt gemacht. Es war in den vergangenen Wochen ja so ein bisschen Liebesentzug von den Fans. Wie gut fühlt sich das an, heute 90 Minuten so nach vorne geschrien worden zu sein und auch nach dem deutlichen Sieg dann so gefeiert worden zu sein? Ja gut, wir wussten ja schon, dass wir ein bisschen was gut machen müssen. Aber unser Slogan ist ja auch niemals allein. Und das heißt für alle Beteiligten, die es mit Hannover 96 haben, in guten wie in schlechten Zeiten. Und deshalb freut es mich erstmal für meine Jungs und dann natürlich für unsere Zuschauer und unsere Fans, dass wir uns heute mit einem Sieg oder mit dem zweiten Sieg in Folge jetzt auch belohnen konnten. Und das war es aber dann auch, ja. Es geht dann nächste Woche in Karlsruhe weiter. Wir wollen punkten, müssen es jetzt auch nicht übertreiben. Aber wir nähern uns ein Stück wieder an, würde ich sagen. Stefan Hox, Radio 21, macht weiter. Wie viel Prozent fehlen für Sie jetzt noch zum Klassenerhalt? Und letzte Mal zu Null tatsächlich, ich habe vorhin mal nachgeguckt, Anfang November hier daheim gegen Düsseldorf. Sie haben es eben auch schon angedeutet. Das ist für Sie fast genauso wichtig wie der Sieg heute Abend, oder? Ja, wichtig, weil wir sehr diszipliniert heute waren und wir wussten, dass es schwer wird. Ja. Ich habe das schon mal gesagt, es ist eine ganz andere Spielanlage, ganz andere Spielentwicklung mit mal überladen sie das Zentrum, mal überladen sie den Flügel und du musst permanent wach sein. Und ich finde, die Jungs haben das richtig gut wegverteidigt, sehr diszipliniert verteidigt. Du wirst nicht alles oder nicht zu 100% das verteidigen können, aber in Summe war das richtig gut. Und so wie ich es gesagt habe, wir haben wenig freie Füße zugelassen, wenig Abschlussaktionen zugelassen und das war gut und freut mich. Und wenn wir zu Null spielen, dann sind wir in der Lage, Spiele zu gewinnen und das haben wir heute gesehen. Weiter geht's mit dem Kollegen in der ersten Reihe. Eine Frage an den Hacking. Jetzt hat sich schon in der ersten Halbzeit ein offener Schlagabtausch entwickelt. Der Club ist auch oft ausgekontert worden. Würden Sie sich gerade im Abschiedskampf von Ihrer Mannschaft nicht häufiger auch mal so ein taktisches Foul auch mal wünschen, um sowas zu unterbinden? Waren viele Räume da, die man vielleicht auch mit dem Foul, also Konter auch halt einschränken können? Ist Ihre Mannschaft dazu brav? Ja, weiß ich nicht, ob es brav ist. Es ist auf jeden Fall nicht verboten, auch mal ein taktisches Foul zu ziehen. Ja, das ist klar. Aber nochmal, das war heute, glaube ich, kein typisches Zweitligaspiel. Heute waren zwei Mannschaften, die auf Fußball Wert legen. Ja, und dann ergeben sich auch mal Räume. Und ja, wir könnten in der einen oder anderen Situation, ich würde es mal dreckiger sein, nickliger sein. Das sind wir nicht. Ja, und das haben wir aber auch schon gezeigt, dass wir das auch können. Heute war es aber in der Summe zu wenig. Stefan Hox, Radio 21 nochmal. Ich habe was vergessen, gell? Was war es nochmal? Wie viel Prozent noch fehlen zum Klassenerhalt? Ach so. Nee, nein. Wir sollten die ganze Sache schon wirklich seriös angehen. Ergebnisse, ja, ihr habt es heute gesehen, Rostock gewinnt. Die Mannschaften, die in unmittelbarer Abstiegsgefahr sich befinden, gewinnen ihre Spiele und fangen an zu punkten. Was für uns wichtig ist, und nochmal, das will ich jetzt auch nochmal betonen, ja, es war in diesem Jahr zu keiner Zeit so, dass wir auf andere Mannschaften angewiesen waren, sondern wir haben alles selbst in der Hand. Und nach wie vor jetzt auch, für uns geht es darum, dass wir nur auf uns gucken und versuchen, die Saison bestmöglich abzuschließen. Das heißt, 12 Punkte sind noch zu vergeben. Wir werden versuchen, so viele wie möglich zu holen. Michael Richter vom Kicker. Stefan, du hast gegenüber der letzten Woche nur eine Umstellung gezwungenermaßen vorgenommen, obwohl die Bank heute ja wieder einige Optionen bereitgehalten hat, auch umzustellen. Du hast eben den Spielern ein Kompliment ausgesprochen nach vielen, vielen kritischen Worten, die in den vergangenen Wochen nötig waren. Ist das auch ein Vertrauensbeweis gewesen, jetzt zu sagen, never change a winning team und lass die wieder ran, die es letzte Woche wieder ins Positive gekehrt haben? Ja, ich finde, dass wir letzte Woche ein überragendes Auswärtsspiel in Bielefeld gemacht haben. Ja, in dieser Situation, in der wir uns befanden, so darauf zu reagieren, so souverän dann auch auswärts zu spielen, ja, ausverkauftes Haus auf der Bielefelder Alm. Und deswegen war uns klar, wenn Maxi fit wird, wenn Yannick Dehm den Daumen hoch zeigt, dass die Jungs dann auch wieder spielen. Und für uns natürlich überragend, wenn du einen Sebi Ernst, einen Harvard Nielsen nachschießen kannst, ja, nur um zwei zu nennen. Und das gibt dir dann ja auch nochmal einen Push von der Bank. Und
so soll es ja auch sein. Es ist ein Mannschaftssport und ja, die Jungs haben jetzt wieder die Chance, in der nächsten Woche sich zu zeigen und sich anzubieten. Und dann versuchen wir, die bestmögliche Mannschaft dann auch aufzustellen, um in Karlsruhe zu gewinnen. Florian Krebs von der Bild. Guten Abend zusammen. Stefan, dir Glückwunsch zu den 3 Punkten. Julian Börner macht sein erstes Saisontor, vielleicht als i-Tüpfelchen nach sehr intensiven Tagen und Wochen mit seinem neuen Vertrag und dem steifen Hals, weswegen er in Bielefeld ausgefallen war. Geschichten, die nur der Fußball schreibt, könnte man sagen. Wie warst du mit ihm heute einverstanden? Und ist das diese Torgefährlichkeit, die du dir immer gewünscht hast und wo du hoffst, dass jetzt am Ende der Saison zwar spät, aber vielleicht noch ein bisschen mehr kommt? Ja, Standardsituationen sind enorm wichtig im Fußball und mich freut es natürlich, dass Bernie jetzt auch sein erstes Tor geschossen hat. Da haben wir sicherlich Luft nach oben bei Standards, eine Gefährlichkeit auszustrahlen. Ich finde schon, dass wir die physischen Voraussetzungen haben, um noch gefährlicher bei Standards zu sein. Und das ist immer ein Element, um in ein Spiel zurückzukommen, um es auf deine Seite zu bringen. Das hat man heute gesehen. Deswegen hoffe ich natürlich schon, dass wir in den letzten Spielen jetzt auch noch das ein oder andere Standardtor machen, speziell unsere Innenverteidiger. Mit Bernies Leistung war ich zufrieden, wie insgesamt mit all meinen Innenverteidigern, mit meinen Außenverteidigern. Sehr diszipliniert mit Max Besuschkow als Organisator vor der Kette, zusammen mit Fabi Kunze. Ich habe das schon mal gesagt. Es ist nicht so einfach, die Nürnberger dann auch vom eigenen Tor wegzuhalten. Da braucht man auch sehr viel Laufarbeit. Und wenn er dann mal die Kilometerzahl anschaut, wir laufen 5 Kilometer mehr als der Gegner, die waren aber heute auch nötig, um dann das Spiel zu gewinnen. Der Nürnberger Kollege hatte sich nochmal gemeldet. Ich noch eine Einordnung zur Tabelle. Man verlässt sich jetzt auf die Heimspiele, weil man deutlich heimstärker ist als auswärts punktet. Wie gefährlich ist das in einer Liga, wo man ja selber auch immer behauptet, dass jeder jeden schlagen kann und man kann dann nicht mehr viel reparieren, wenn mal jetzt zu Hause was schief geht? Stimmt. Ja, brauche ich nicht anders einordnen. Ist auf den Punkt gebracht. Die Spiele werden weniger. Für die anderen Mannschaften auch. Gibt auch einige, die verloren haben an diesem Wochenende neben uns. Ja, also das wird jetzt so bleiben. Und das habe ich aber auch schon nicht erst heute, das habe ich schon vor 5, 6 Wochen gesagt. Der Spielplan gibt es her, dass die anderen Mannschaften jetzt gegeneinander spielen. Da wird es sehr wahrscheinlich Sieger geben und Verlierer geben. Ja, und du musst deine Aufgaben erledigen. Und wir haben noch 4-mal, genauso wie es der Stefan sagt, wir haben auch noch 12 Punkte zu holen. Und das werden wir auch genauso versuchen anzugehen. Aber wie gesagt, wir müssen gerade auswärts effektiver werden. Wir müssen aus den sich bietenden Möglichkeiten, die heute für mich da waren, müssen wir einfach mehr Kapital schlagen und zu Hause nur auf die in der Rückrunde ganz ordentliche Heimbilanz zu setzen, wäre sicherlich nicht gut. Der Kollege in der zweiten Reihe. Marvin Hinrichsen, HNA. Herr Leitl, auch erstmal einen Glückwunsch zum Sieg. Die optische Überlegenheit hatte ich auch so gesehen in der ersten Halbzeit. Dann fiel das Tor für Hannover zum richtigen Zeitpunkt, zum berühmten psychologischen. Meine Frage wäre, welche Worte haben Sie dann in der Halbzeit nochmal gefunden, weil die Mannschaft kam mit einem noch aggressiveren Gesicht raus aus der Kabine, besonders jetzt nach den Wochen, die nicht so einfach waren für die Mannschaft, nehme ich an. Welche Worte haben Sie da gefunden? Ja, wir waren ruhig, lobend, analytisch natürlich. Es war für uns wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir die Achterräume des Gegners besser verteidigen. Das heißt, dass wir uns nicht zu sehr in die Länge ziehen lassen. Das heißt, ein bisschen mehr Kompaktheit herstellen. So war der Plan, rauszugehen. Und es spielt natürlich dann auch uns in die Karten, dass wir kurz nach der Halbzeit das zweite Tor schießen. Und trotzdem waren wir, glaube ich, schon gut darauf vorbereitet und die Jungs wollten dieses Spiel auch unbedingt gewinnen. War eine gute Energie auch in der Kabine, die wir auch brauchen, um unser Spiel dann auf den Platz zu bekommen. Dirk Tietenberg, HZNP. Stefan, zu dem Standardtor von Bernie zählt natürlich auch der geschossene Freischuss von Yannick. Das war ja auch nicht die einzige gute Szene, die er hatte. Da waren noch eine ganze Menge dabei. Ist natürlich so, dass wir natürlich jetzt sagen, klar, der will seinen Vertrag verlängern und bietet sich an und macht dann eins seiner besten Spiele für 96. Gehst jetzt zu Markus Mann und sagst so, den kann ich überall hinstellen in Verteidigung, wenn einer fehlt. Wer Moroja hat und trotzdem dem bringt und der bringt das hier heute. Gibst du ihm eine Empfehlung ab oder was sagst du dazu?
Kannst du und Markus fragen, wenn du, wenn du willst. Ich glaube, dass wir mit Yannick in einem sehr offenen Austausch sind. Er weiß die Situation. Er weiß, dass ich ihn sehr schätze. Der hat auch keine einfache Zeit hier in Hannover gehabt, speziell auch in dieser Runde. Und nach der langen Verletzung so zurückzukommen in den letzten beiden Spielen, ja, das ist, verdient großes Kompliment von unserer Seite und auch großes Lob. Und ich hoffe, dass er diese Leistungen weiterbringt. Und dann werden wir sehen, wie es weitergeht mit Yannick. Stefan Ochs. Wenn wir schon beim Personal sind, Derek Köhn hat ja, muss man auch sagen, eine ganze Menge Kritik auch einstecken müssen in letzter Zeit, aber zuverlässig getroffen, schöne Tore gemacht, Sie haben es gesagt, super Schusstechnik, auch heute wieder. Der verdient auch einen Sonderlob wahrscheinlich heute, oder? Ja, weil ich weiß nicht mehr, wann es war, oder war es nach dem Heidenheim-Spiel, wo er sehr kritisiert wurde. Und ich habe es euch damals gesagt, ich kenne Derek lange aus seiner Bayern-Amateurzeit. Und du musst abwägen, was kriegst du für einen Spieler? Will ich einen Verteidiger, nur einen Linksverteidiger, oder hole ich einen Spieler, der uns das gibt, was er gibt? Und für mich der beste Linksverteidiger dieser Liga, hat er heute eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Jonas Schemkos, HZNP. Wahrscheinlich nicht ganz so entscheidend, allerdings dieselbe Position. Ekin Çelebi hat heute sein Debüt gegeben. Der nächste, noch ziemlich junge Spieler, den du das erste Mal auf Platz schickst. Der hat jetzt 29 Spiele gewartet, war, glaube ich, 10-mal irgendwie im Kader, jetzt ausgerechnet gegen seinen Ausbildungsverein. Hat das auch eine Rolle gespielt, und wie zufrieden bist du mit der Entwicklung, die er gemacht hat, seit du ihn hier hast oder seit ihr beide da seid in Wahrheit? Nein, das hat keine Rolle gespielt. Ekin hat ein Problem, Derek. Ja, und deshalb kommt er nicht zu seinen Einsatzminuten, die er vielleicht auch verdient hätte, weil er im Training immer wieder mit anschiebt. Wir sind total zufrieden mit ihm, auch mit seiner Entwicklung. Und den Einsatz heute hat er sich auch verdient. Und ich hoffe natürlich, dass wir ihm noch die ein oder andere Minute auch geben können. Damit ist alles beantwortet. Vielen Dank für das Interesse. Unseren Gästen wünschen wir eine gute und sichere Heimfahrt und uns allen ein schönes Restwochenende. Dankeschön. Ciao. Tschüss zusammen.